Einen wunderschönen guten Tag, liebe Muggel und Zauberer und Hexen. Wir sind wieder unterwegs mit Hermine Justitia. Hallo. Und damit einen schönen guten Tag. Und jetzt, guck mal, super. Aber sind wir ja beim Oktoberfest. Uzaftis. Ja, ich habe gerade den Begriff gesucht. Mir ist nicht eingefallen. Uzaftis. Ihr habt die Lederhosen an. Es gibt ja lecker Bier. So, wir müssen hier hinten lang. Damit haben wir direkt erstmal alle Bayern verschreckt. Super. Ich distanziere mich. Tut mir leid. Es tut mir auch leid. Komm ich wieder vor. Oh, weil Ron ist auch wieder da. Der durfte noch nicht. Durfte noch nicht zum Oktober. Ich hab Krätze. Auf geht's. Ich will aber Hermine spielen. Mobbe die Leute. Guck mal, das Haarteil von Anakin von früher. Oh. Ich glaube, das ist eine Dame, oder? Eine Ravenclaw-Dame. Sie ist Mädchen. Junge. Mädchen, Junge. So, los geht's. Gucken wir mal. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, hier rechts, glaube ich. Justus, wo geht's hin? Ich weiß nicht, aber der Pfeil hat hier eigentlich... Ah, da ist er. Sir Nicholas. Da. Der fast kopflose Nick. Guck mal, hier leuchtet's auch. Ja, hier. Ach, oh. Ah, hier waren wir beim letzten Mal schon, oder? Ach, mal, hier kann man auch nochmal einen Schluck nehmen. Oh, ein bisschen Supertrank, super Stärke. Und jetzt. Zack, zack, zack. Kann man das auch mitnehmen oder zählt das dann nur so einen kurzen Moment? Ja, einen kurzen Moment. Aber da oben ist auch was. Statz. Ja, das war mit dem Besen. Das hätte Statzige Statz. Der goldene Statt. Stutt. Wie heißen die Dinger denn auf Steinchen? Heißt es dann einfach oder was auf Deutsch? Oh, wir sind zu Hagrid. Ja, Steinchen. Ah, jo. Ein goldenes Steinchen. Hagrid. Guck mal, der ist gefesselt. Kann ich ihn befreien? Dann kriegen wir doch bestimmt hier so einen Ravenclaw-Jungen. Lumos! Schüler in Gefahr! Guck mal, da hinten ist ein fieser Schüler, der den anderen quält. Der schießt den ab. Oder die Schlange in die Hand. Bekommen. Eine Schlange im Stiefel. Jemand hat das Wasser doch vergiftet. Warum lachten die so? Oh, ich hab einen Riesenkürbis gezüchtet. Bist du so ein Kürbis-Fan? Ja, Kürbissuppe liebe ich. Oh, Kürbissuppe ist aber auch wirklich lecker. Bin ich voll ganz bei dir. Echt geil. Kommen wir zu Hagrid rein. Erzählt ihr uns jetzt von dem Fall Fluffy? Ja, vielleicht. Aber warte mal, hier ist noch ein blaues Steinchen. Ja. Okay. Hallo Hagrid, na, wie geht's dir? Oh, ich bin durch ihn durchgelaufen. Oh, Hagrid, ja, was hast denn du da? Ach, guck mal, da liegt Dings, der Hund. Hä? War das im Film auch so? Wie heißt aber der Hund? Fang? Fang, ja. Malfoy, was schnüffelst du hier rum? Fang ihn, fang! Geh weg hier, du blöder. Das Einhorn war doch eigentlich tot, oder nicht? Das wurde rausgeschleckt. Deswegen gehen wir jetzt wahrscheinlich schön in den verbotenen Wald. Mhm. Oh, ich will Malfoy spielen. Ich fand als Kind immer richtig gruselig. Ja, das mit dem zweiten Teil und den Spinnen, das war noch schlimmer, ne? Ja. Ach, wie dann Voldemort da sich auch über dieses Einhorn gebeugt hat und dann hat diese... Ach, das ist einfach unheimlich. Pass auf, Malfoy, da drüben! Ein Einhorn! Super. Geräusch. Die Leuchtfeuer brennen. Oh, ich dachte, wir können jetzt gegen Voldemort kämpfen. Warte mal, wer bin ich denn? Ich bin der Hund! Du bist der Hund? Ich bin der Hund! Cool, dass man da aber ein Level draus macht, das finde ich geil. Den kann ich denn noch nehmen? Oh, Hagrid hat eine Armbrust. Pam! Geht's ab. Boah, da ist schon wieder ein Schüler in Gefahr. Hängt da einfach. Warum sind die eigentlich immer in Gefahr? Schieße mit meiner Armbrust ab. Kann ich auch zaubern? Hermine, ich kann das nicht. Ach. Wie macht man das? Ich kann nur mit meiner Armbrust schießen, Hermine. So. Jetzt ist die Jagd eröffnet, jetzt bist du frei. Oh. Yeah. Ey, der aimt sogar so richtig. Aber guck mal, wenn man hier so. Aber mit dem Hund können wir doch. Ah. Warte mal. Das ist gerade, glaube ich, verbuggt, weil guck mal, wir können.
ja? Unsere Figuren nicht sehen, links und rechts oben und so. Ja, hast du recht. Das ist ja cool. Guck mal, wie viel kann ich bellen? Der Wuffer. Geil. Ah, das schaffen wir auch schon so, das Level überhaupt nicht. Oh mein Gott. Ach, da kommt jetzt die Regenwolke wieder, hä? Huh? Ja. Aber was mach ich? Jetzt können wir da klettern? Egal, eine Liliosa machen. Hagrid ist schon richtig groß. Wingardium Leviosa. Kann der Hund klettern? Oh ja, der. Jo, alles klar. Konnte mein Hund nicht. Ja, er konnte einfach da hochklettern. Ja, moin. Wie grabe ich denn? Ach, guck mal, die Augen im Hintergrund im Wald. Hab's gesehen, das ist richtig cool, ne? Boah, cool. Ja. Was sind das denn für welche? Sieht ja wirklich aus. Oh, die Leitergeister. Die Leitergeister. Ich seh das mal an, wie ich da kletter. Sieht richtig cool aus. Sieht so komisch aus. Oh, was muss man wegmachen? Spinnenbeben? Nee, irgendwas anderes. Warte mal. Aber hier hat man so viele Bestien, hat man hier gar nicht gesehen. Wie hieß nochmal dieser Centaur, der hier kommt? Krakatoa? Boah, das ist Krakatoa hieß der. Das weiß ich gar nicht mehr. Wie Edeltraut. Nee, ich weiß es nicht mehr. Edeltraut. Ich bin Edeltraut. Das ist Harry Potter. Ich bin Edeltraut. Ich bin angewidert. Mann, wie heißt denn der? Der hat so einen ganz normalen Namen. Wenn man den Dachs. Der war auch so höflich. Dachs. Ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lange her. Mann, so ein Mist aber auch. Ich kriege auch gar keinen Harry Potter Namen hin. Beim letzten Mal habe ich auch schon immer alles verkackt. Da wusste ich auch nicht mehr, wie hieß Nevilles Glaskugel da. Ich sagte immer, vergiss meinen nicht. Das heißt aber nicht, erinnere mich. Erinnere mich. Er hat einen Erinnern geschenkt bekommen. Ja. Au, nicht den Hundi. Au. Ey. Geh weg, du Wespe. Jetzt mal die Blumen wegmachen hier. Ich hab noch gar kein Wappen oder so, oder doch? Au. Tschüss, Hermione. Tschüss. Echt? Geh weg, du. Toll, da kommt doch immer wieder Neues raus. Ist schon. Moin, die Geräusche hier sind super. Ich weiß gar nicht, wo wir weiter müssen. Müssen wir einfach weg. Ich mach hier mal die Glumossen. Was ist eigentlich mit dem. Kann eigentlich Hagrid. So. Hagrid kann gar nichts. Mal Ronald nehmen? Ja, Ronald kann man nehmen. Der kann auch zaubern. Ah. Wingardium Leviosa. Oh, es tut mir leid, Hermione. Oh. Hermione. Ich blende dran. Ronald. Ronald! Hör auf, mich zu blenden. Spinne. Nee, Maulwurf. Nee. Borkenkäfer? Borkenkäferbefall? Es geht so weg, naja. Ey, Ron ist sogar zu schwach dafür. Ich hoffe, im nächsten Teil hat Ron nicht so einen Topfschnitt, ey. Ich glaube, den hat er die ganze Zeit. Haben die nur ein Modell für die 4 Jahre? Ja, du musst ja bedenken, also gerade so dieser erste Teil, die Jahre 1 bis 4, basieren halt vor allem auf den Sets von ganz früher, von 2000 so um die Zeit, glaube ich, war das. Aha. Und, dann kam noch eine Welle 2006. Der Voldemort, den wir gerade gesehen haben, das könnte der von 2006 und so gewesen sein. Ah, also okay. Bisschen, ja, das ist dann immer die Frage, weil dieses Haarteil, was du da hast mit Ron, das war ganz schön lange, seine Frisur. Erst mit den neueren Sets, dann um 2012 rum oder sowas, kann sein, weiß ich nicht mehr. Ja, schauen wir eh nicht, die Picken woanders holen. Nee. Ja, okay. Da hat sich dann das Haarteil geändert. Da war ja auch eine echt passende Frisur. Im dritten Teil sehen die ja dann schon nochmal ganz anders aus. Also die ersten beiden fände ich okay, wenn er so aussieht, aber im dritten will ich, dass er der Fresher Ron wird. Fresher. Ja, wie gesagt, es kommt halt drauf an, wie, welcher Vorlage die sich da bedienen werden. Mhm. Also von wegen Lego-Set früher. Ja. Das ist also die Frage. Ah, oh, schade, den Bounce kriege ich natürlich nicht. Ich geh baden. Ach, hier. Oh, die können schwimmen? Ich kann nur Brust schwimmen. Warum kannst du den Rücken schwimmen? Ich einfach krass. Paddelt wie so ein Hund, der Ron. Ja, wie der. Guck mal, wie Fang. 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 Oder so. Fang Shu. Cho Chang Fang. Fang Shui.
Steuerst du den gerade? Ja, ich war gerade richtig. Ja. Hast du das Wasser abgelassen? Dann hat das Wasserloch vergiftet. Schon wieder? Schon wieder. Hier gibt's Fische. Heute gibt's frischen Fisch. Tja, wenn du so ein Set aussuchen könntest, was wäre das bei Lego Harry Potter? Ja gut, ich habe ja im letzten Part oder im ersten Part gesagt, dass ich eine ganz große Schwäche habe für dieses Friedhofsset von früher. Nein. Achso. Für dieses alte Friedhofsset, das fand ich schon immer cool, aber ist auch Lucius Malfoy bei als Todesser. Oh, das ist cool natürlich aus. Geil. Das finde ich echt toll. Aha. Aber ich weiß gar nicht, was ich halt echt klasse finde, ist, dass du dieses Modularsystem hast, dass du einzelne Sets kaufst und dann das Hogwarts-Schloss halt zusammenbauen kannst. Ja, zusammenstecken kannst. Glaub, ja, das ist cool. Ein paar aus der Community von euch haben das ja vielleicht sogar. Schreibt rein, was habt ihr? Ja, was findet ihr also eigentlich am coolsten? Würde mich echt mal interessieren. Also, weil Lego Harry Potter läuft ja richtig gut in den letzten Jahren. Also, die geben sich da auch echt Mühe, muss man sagen. Tolle Sachen sind dabei. Tolle Sache, Harry. Ja, das müssen wir jetzt mal. Ah, guck mal, du kannst hier ziehen. Ja, das habe ich schon. Das hat oben. Ach so. Wir können jetzt schon weiter. Komm mit, Hermine! Ich kenne den Weg! Was hat das jetzt gebracht? Aua. Da oben ist jetzt, hier wo ich jetzt hingehe. Hier hinten, hier ist jetzt so die Wand oben. Jetzt können wir da rüber. Ich komme hier nicht hoch. Hermine, was kannst du eigentlich? Oh, jetzt die Treppe, Hermine. Ach, Hermine. Gegen Schirmschuss. Ich komm mal runter hier. So, guck mal, jetzt machen wir den hier da hin und dann hüpfen wir da jetzt irgendwie. Das ist perfekt. Das sieht so ungewollt aus. Ja, ja, alles gut. Doch. Bam, 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 bam. Aber es gibt auch ein großes Hogwarts-Schloss, was man sich kaufen kann, oder nicht? Ja, das ist dann in diesem Nanoscale-Ding da mit den ganz kleinen Minifigürchen. Mhm. Aber was cool ist, die Gründer von Hogwarts sind dabei hier. Hufflepuff und Ravenclaw, wie sie ja da heißen. Ja, da sind wir uns ja einig, dass die Hufflepuffs die uncoolsten sind. Salazar Slytherin natürlich der coolste. Stimmt. Der Gryffindor ist wieder overrated, weil er einfach overrated ist. Ja, Ravenclaw und Slytherin, Punkt. Ja, da sind wir uns einig. Ja. Andere Meinungen sind falsch. Nein, Spaß. Andere Meinungen sind Hufflepuffs. Was mache ich denn jetzt? Hufflepuff. Wieder typischer Hufflepuff. Ach, guck mal, ich kann das hier so festhalten, dann kann man da hoch. Oh, der Hagrid wird das doch so einbrechen. Oh ja. Davon muss ich mich leider distanzieren. Hagrid kann keinen Lumos, glaube ich, der ist zu doof dazu. Ach, warum ist dieser Hagrid hate? Ich bin gefangen! Ich wollte nicht haten, aber ich. Oh. Der arme Hagrid. Harry war da jetzt auch 10 Minuten und guckt zu, wie der den so auf ist. Ja. Ja, er ist den immer so noch! Da ist er! Er sieht halt wirklich aus. Hildegard, oder wie sie hieß. Hildegard. Wie heißt denn der? Gibt's das Haarteil, was der hat? Gibt's das? Das kenne ich nicht. Ja, das Haarteil gibt's tatsächlich. Das kommt aus der Lego Exoforce-Reihe damals. Ah, ja, Profi. Ja, das war dann so asiatisch angehaucht mit so coolen Robotern, also so Max. Ja. Ja, da gab's den grün, in lila, in rot. Naja, das war richtig cool. Und das Haarteil wurde dann auch einmal wiederverwendet für Nightwing. Batman. Ah ja, ja, bei dem passt das. Ja, das ist super. Und da hatte der dann noch diese beiden Stäbe als Waffen. Nur waren das in dem Fall zwei blaue Lichtschwerter. Ja, nice. Die ihm einfach halt logischerweise ohne Lichtschwertgriff in die Hand gegeben haben. Mal da, ist Harry. So aus Gummi gefertigt. Ja, ich sehe es. Ja. Da ist ein anderer. Guck mal, da ist jemand. Ja. Wen spiele ich denn? Ach, ich spiele Ron. Ron? Bin ich. Ronald! Ich muss hier immer so ein bisschen auf den Hintergrund achten, ob hier nicht irgendwo so ein Easter Egg ist. Wenn nicht ein B1-Kampfdruide ist. Danke sehr. Und Abfahrt.
Das fände ich, glaube ich, richtig nervig als Schüler hier mit dem Mann mit den Treppen. Er steht da einfach. Professor, cool. Hey, warum haben wir jetzt andere Klamotten an? Bin kurz schlafen gegangen. Ja. Und tschüss. Boah, das ist cool mit den Kieferklappen. Das ist ja mega. Tommy an der Trompete. Okay, let's go. Oh. Nein. Tschüss, Justus. Perfekt. Das ist Quietsche-Entchen. Hier, komm. Einer Fluffy. Fluff. Mögt ihr Licht? Da. Nö. Hey, was hast du gemacht? Hab ihn hochgeflafft. Wie kann ich den hochheben? Ah, jetzt. Da war das Rätsel hier nicht, dass man die Musik vorspielt? Ah, ja. Es ist abgelenkt. Ach, hier kann ich das wechseln. Ah. Ich setze mich da jetzt mal ran und spiele ihm ein Solo. Schneller auch. Die Klappe öffnet sich auch. Schön ein. Und soll ich dir jetzt was zeigen? Ja. Steh auf, los! Mehr los! Können wir den Baden denn nochmal abschießen hier? Nee. Na gut, dann Rinder, ne? Müssen wir jetzt wirklich alle reden? Oh mein Gott. Oh. Ron, der Super, Loser! Ich stell direkt in so einen Quatsch rein. Lumos! Oh, scheiße. Nein! Ja, ne? Hilf mir! Oh mein Gott, ich geh auch wieder rein. Wie mache ich das? Ron? Nein! Was ist los? Aua, du schießt gegen die Augen. Oh, der reibt sich ja sogar die Augen. Ingardium! Unverschämtes Glück. Ach, hier. Oh. Sehr schön. Noch mehr Schlingenpflanzen. Wie mache ich die denn weg? Ey! Ich dachte, man muss die nur abschießen mit dem Lumos-Zauber. Hier stehen wir uns ein bisschen im Weg immer, warte. Warte. Ah, jetzt. So. Perfekt. Oh, das mit den Schlüsseln. Wo ist mein Besen? Ich brauche einen Besen. Wie mache ich das? Hier ist einer, der hat den doch. Dieses Rätsel fand ich richtig cool. Ja. Das mochte ich auch total gern. Ach, die Musik. Was können wir da machen? Nicolas Flamel. Er ist Nicolas Flamel. Warum sind hier auch noch so Flaschen? Wer hat das Rätsel hier gemacht? Wer ist hier der Alkoholiker-Lehrer? Der ist ein bisschen drunken gewesen. Weil ich das Rätsel gemacht habe, habe ich mir ein paar Flaschen reingezogen hier. Rums. Okay, dann. Harry macht das! Super. Ja! Was muss ich genau tun? Muss ich einfach nur mal abschießen? Er lässt immer ein paar fallen. Mhm. Das war's mit ihm. Das war ja einfach. Ich guck mich nochmal oben ein bisschen um. Hier sind auch ein paar Schlüssel, die haben einfach nicht mitgemacht. Hier gibt's noch ein paar Stats. Aber ich glaube, das war's. Aber guck mal, da rechts ist doch nur so eine Stinkpflanze. Ich kann hier gerade meine Zauber nicht switchen. Ja, du kannst dich doch da oben auf die Plattform stellen, bestimmt. Und dann kannst du so rübergehen rechts. Ist ja wieder ein schlauer. Ja klar. Immer. Ja, so. Ja, so nicht. So, war das richtig? Das ist der Besen oben. Das ist der Besen? Ja, dann lauf mal da drüber, Harry Potter. Mein Gott! Ich hab was freige... Hä? Ja, easy. Frechheit. Jetzt geh ich weiter aus Protest. Geschafft. Boah, Zauberschach. Geil. Ach, das ist ja schon mittendrin. Ich nehm den Turm. Das ist schon cool gemacht. E3. Kannst du gut Schach spielen? Also. Mal die Königin jetzt. Super. Oh mein Gott. Bin richtig. Macht man das denn? Muss man jetzt hier irgendwie noch. Ehrlich? Nein. Huch. Muss einer aus Schach. Ich war mal vier Jahre war ich mal in der Schach AG. Aber. In der Grundschule damals. Aber das ist, glaube ich,
zu lange her, als dass ich da jetzt. Zählt. Guck mal, die kämpfen jetzt. Wenn man denen den Befehl gemacht. Was hast du denn getan? Schick sie einfach nach vorne. Man kann einfach den zaubern. Oh mein Gott, man muss das wirklich steuern. Ich habe jetzt gerade ein bisschen. Turm nach vorne! Geht noch nicht. Wen haben wir denn eigentlich hier? Ist es der König? Wir haben gerade alles verloren, Justus, ne? Ja. Wir verlieren die Runde. Das ist es gewollt. Ah. Miau. Jo! Komm, Bischof. Was ist denn das hier für einer? Ist das der Springer? Die Weißen gewinnen da sowas von. Warte, die haben hier noch den Springer. Ich kann da rein. Halt, hey. Ja, dann. Abwarte. Alter, hat der Rückenschmerzen am Ende. Ja. Aua. Cool. Also, wir verlieren alles. Okay, wir müssen jetzt irgendwie mit der Königin alles reißen, ne? Die restlichen Einheiten sind alle tot. Wir können hier wieder aufbauen. Wir können einfach schummeln. Jetzt können wir den wieder aufbauen dürfen. Jetzt weiß ich auch, wieso Ron so gut ist. Wir haben geschummelt. Ja, wirklich. Gewinnen sie denn immer? Man muss eigentlich nur ein bisschen schummeln und dann macht man das schon. Wir haben ja noch eine Königin. Was ist denn das? Oder ist der hier ein Springer? Nee, Läufer? Das ist die Königin. Das ist ein Läufer. Ach so. Eine Königin, die mehrfach angreifen darf. Ich will mich richtig verarscht fühlen. Wir haben die Königin einfach wieder aufgebaut und haben dann zwei Züge ineinander gemacht. Oh, toll, so bleibt er zurück. Was ist denn das für ein Nappen? Ist das geil! Oh mein Gott, ey. Oh, das ist ja cool. Oh. Hermine! Alles klar. Das ist Voldemort. Yo. Hermine, wir sind sicher. Das war im Film aber nicht so. Hermine schießt Feuerblitze. Hermione. Was müssen wir machen? Wollen wir erstmal Säulen kaputt hier. Irgendwas mit... Ah, jetzt wirft der Avada Kedavra auf uns. Sie haben das selbst geworfen. Mach mich ja unsichtbar. Hau rein, Hermine! Du machst den Kampf alleine! Nein! Mach mal deinen Zauber. Was Harry für ein Feigling ist. Okay, da. Und jetzt? Und jetzt? Ach, ich muss ihn anpacken. Ach, mit dem Stein. Ja. Natürlich. Cool. Er darf ja Harry nicht anpacken. Harry. Oh, das sieht jetzt aber richtig herausfordernd aus. Schon wieder andere Klamotten, oder? Ich glaube, du fällst ja in so eine Flucht. Flucht. Aua. Dafür, dass sie der dunkle Lord sind, sind sie ganz schön scheiße. Daneben. Schluck Schnecken. Schluck Schnecken, Voldemort. Cool. Schon hart, dem einfach so ein paar Brennungen ins Gesicht zu brennen. Einfach so einen Lehrer in Brand stecken. Ja, ne? Der Traum jedes Schülers. Huch. Hurra, hab ich gehört. Lehrer brennt. Huch. Ausgewichen. Die Musik geht hier richtig ab, ey. Ja, echt. Ich finde es auch cool mit dem Spiegel hinten, dass man dann immer mal das andere Gesicht auf seinem Hinterkopf sieht. Jo, stimmt. Ja, die Figur habe ich noch, die alte Quill-Figur, das ist echt cool. Ja, nur echt mit dem krassen Turban. Mhm. Ey, that's the night. Und dann... Ich helf mit. Ups. Hoch. Wie alt ist er da? 11? Oh, was der für Sachen sieht. Seine Eltern feuern ihn an. Gut gemacht, Junge. Jetzt finish ihn. Ist das gut? Die Eltern richtige Arschgesichter. Super. Marazzaubra haben wir, glaube ich, nicht geschafft, leider. Haben wir nicht geschafft, ne? Ah, das wird noch.
bam, 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 bam. Aber jetzt sind wir immer noch nicht weiter wie der Centaur. Centurio heißt. Ein Centaur. Centurio hieß. Dumbledore heißt der auch. Die haben einfach eine Doppelnamensbelegung. Ist am falschen Bett. Harry. Ein guter Harry. 5 Millionen Punkte für Gryffindor. Firenze. Ah, ja, okay, das hätte ich nicht gewusst. Ich auch nicht. Ich dachte, der hier hatte wirklich einen normalen Namen. Oh, Bertie Botsbohn. Popel. Schmerzmittel. Ohrenschmalz. Warum setzt sich Ron da rein? Macht man so nicht, Ron. Ja! Ja, dann gehen wir jetzt mal ins zweite Jahr, ne, oder? Ja, Abfahrt. Abfahrt, beginne zweite Jahr. Boah. Wieder zu Hause. Kein Zaubern. Keine Zigarren. Keine Zigarren. Hab ich dir schon immer gesagt, du bist 12. Keine Zigarren, ohne mich. Dobby. Das sieht sogar ganz cool aus. Mhm. Den gibt's so als Figur? Ja. Den hatte ich als Schlüsselanhänger. Ah, ist cool. Hat auch die gleichen Klamotten an wie du. Ja. Aber ich wurde ja durch dich befreit, als du mir den Sockel geschenkt hast. Das stimmt. Tschüss. Tschüss. Ah, so ein leckerer Kuchen jetzt. Super. Dudley. Oh. Richtiger Hund. Dudley ist vom Gesicht. Ist ja super. Mit Gittern, ey. Oh, wie zombie-mäßig der gerade aussieht. Der hat ja gar keine Farbe mehr im Gesicht. Was hat denn der da alles aufgebaut? Der halbe Garten abgesperrt. Selbstschussanlage. Hey, Ronald. Hallo. Aber Ron macht das auch alleine. Warte nicht. Da ist schon wieder Dudley. Der ist schon wieder am Essen. Die Hühnchen. Boah, danke, Ronald. Ich guck da mit seinem Hühnchen. Das juckt den gar nicht. Wollen wir beherzt reinbeißen. Ja, wirklich. Ah, der Fuchsbau. Ah, das ist cool. Ronald Hunsel. Eine Bilderbuchlandung. Ein Bilderbuch. Ja, da haben sie die Originalsynchro genommen, ne? Von Molly Weasley. Ich spreche auch so im Film. Ist richtig genervt. Ronald Weasley. Was sind denn das hier für Baby-Dinger? Sieht ganz komisch aus. Run, was habt ihr hier für komische Wesen in eurem Garten? Hä, es sind unsere krassen Superwesen. Ich kann die annehmen, Run. Aber wozu kann ich das? Ich heb den anderen auch hoch. Vielleicht passiert dann irgendwas. Wir müssen, das ist wie so. Hermine, sag ich schon. Wie heißt die nochmal? Genie. Warte mal, stimmt, ja. Da stand irgendwas mit Gnomen aufheben. Ich hab's nicht gelesen. Ich bin dumm. Drückt man einen Gnomen, ja, halt ihn zu schleudern zu werfen. Zu werfen. Wow. Huch. Und jetzt? Das ist ganz schön übel. Kannst du loslassen, dann fliegt er irgendwo hin. Oh. Jo. Ah. Alles klar. Ein paar Gnome quälen. Ja, wirklich. Kann man halt mal machen anscheinend bei den Weasleys. Oh, cool. Jetzt kann ich Rasen mähen. Wow. Ja. Miau. Oh, die Steuerung. Schön.
Ach, das ist sogar ein Level, oder? Ich merke, das ist jetzt gerade. Ja, das ist ein Level. Das Fuchsbau-Level. Ach, endlich Rasenmähen. Endlich. Warte, den kann ich direkt auf den Fuchsbau werfen. Guck dir das an, Ron! Oh ne, den Teich. Boah, du hast ihn einfach ertränkt lassen. Ah, hier. In den Basketballkorb. Und jetzt mit der Musik. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Oh, ich kann hier ein Rennen mit dir machen. Ach, cool. Ich brauch mir auch mal ein Kühlschrank-Auto. Das nee. Ist ja voll cool. Nett, nett. Wie bei SpongeBob. Das ist wirklich so. Im Burgermobil. Oh. Ja. Wir bräuchten mal fangen. Oder halt einen Hund. Und die Wauwau. Und die Wauwau. Da, 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 da. Ich hab das Auto kaputt gemacht. Warte mal. Ach, guck mal, du kannst sie. Kannst sie. Kannst sie sehen, ja. Tschüss, Ron, tschüss! Ja, such mal die andere Karotte. Ey, ich fahr. Ja, guck mal. Ey, da ist doch eine. Hä? Ah. So. Und dann den hier noch. Und zack. Was kriegen wir jetzt? Wieder ein neues Wappen. Yeah. Oh, ein Hufflepuff. Der Hufflepuff. Warte mal. Da können wir nicht rein. Nee, ich hab's versucht. Ging was nicht. Ist denn. Was ist denn im Fort? Ja, er fuhr fort und kam nie wieder. Hm. Ah! Hallo, Genie. Oh, Harry Potter. Guck mal, ich deck mal den Tisch. Das ist auch so komisch in den Filmen. So in den ersten Teilen und so begegnen die sich halt. So ein bisschen sporadisch. Ja. Und auf einmal also die sind ja dann plötzlich ein Paar einfach und man bekommt das gar nicht so richtig mit. Ich glaube, das ist in den Büchern wesentlich besser gemacht. Findest du? Also bei mir war das damals auch so. Ich habe ich war einfach mal Mädchen getroffen und dann war ich später ein Paar mit denen. Ach so, okay. Das ist eigentlich der normale Lauf der Dinge. Oh, das ist Errol. Ah, guck mal. Errol, die dumme Eule. Aber die ist cool. Die dumme Eule, aber die ist cool. Nee, bei mir war das natürlich ist halt nicht bisschen, so, ne? Ach, schon wieder so ein bisschen beschränkt, ne? Aber... Okay. Aber trotzdem cool. Jetzt, finde ich jetzt fies. Hallo! Die Weasleys. Hä? Warum ist denn das Bild in der Mitte? Ach so, du musst Genie sein. Ach so, ich dachte, das wirkt voll so, als wären die verstorben irgendwie, weißt du? Stehen da alle so drumrum und das eine Bild? Huch. Wo kam die jetzt her? Die hat sich da drin versteckt. In den Büchern? Unsympathisch. Hallo. Ach, jetzt können wir Flohpulver nutzen. Boah, als ob. Nee, also. Wenn das jetzt grün wird, dann ist es Flohpulver. Boah. Er fliegt auch einfach hoch. Jetzt ich? Was muss ich nochmal sagen, Molly? Winkelgasse. Schinkengasse. Ja, das könnte nur Schild. Kann man da überall hin, was am Flohnetzwerk dran ist? Kann ich da einfach sagen, ja, Minus zur Hose. Geheimes Versteck. Voldemorts geheimes Versteck. Und zack. Mit 10 Auroren da rein und let's go. Let's fetz. Aua. So verlor Harry seine Hand. Wer ist denn das jetzt? Ach, Hagrid, oder? Ja, das ist Hagrid. Jo. Hagrid, meine Hand ist ab. Ja, oh, danke. Hier. Ist ja echt ein mächtiger Zauberer. Ah, das ist ja cool. Ah, die Musik erinnert mich gerade ein bisschen an Indiana Jones. Indiana Jones, habe ich auch direkt gedacht. An den Schrumpfkopf nicht wachsen lassen. Na jetzt. Größer! Größer! Oh, meiner ist geplatzt. Ja. Au! Alter, da wurden wir so gedarksoult. Ah, schon ey. Wieder. Ich will doch nur die Stats haben. Man kriegt's ja nicht mehr wieder, Justus. Die sind weg. Die sind verloren. Ich höre hier doch einen Schüler in Gefahr. Ab in Gefahr. Mhm. Ab in Gefahr. Ah, oh, cool. Und hier gibt's so coole Sachen.
Wo ist denn der Schüler? Ich hab den doch hier gehört. Warte mal, ich hab hier irgendwas. Na, wieder eine Regenwolke. Ach komm, jetzt verlieren wir die Fische wieder. Die sind trotzdem tot, Hagrid. Du hast sie nicht retten können. Doch, guck, sie schwimmen wieder. Ah, ich seh's. Ach, da oben in dem Bild ist der Schüler, glaube ich. Ach so. Ja. Der wird von einem ungarischen Hornschwanz gejagt. Ja. Hier ist. Aber wie können wir ihm helfen? Okay, das ist, ach, das ist kein Schüler in Gefahr, das ist Stefan Raab in Gefahr. Wie heißt denn der? Wer soll denn das sein? Der Zauberer-Typ da. Es wirkt irgendwie so, als hätten wir. Ach, guck mal da! Im Spiegel! Du kannst da dran ziehen! An der Rückseite. Habe ich gerade schon. Ach so. Ja. Ah. Aber hier können wir noch hoch. Aber da weiß ich nicht, was wir machen können. Wir haben keine Aufgaben mehr zu tun, Hagrid. Wir sind hier für immer gefangen. Na super. Hagrid! Die Truhe. Ach. Ah. Hagrid hat sie entwaffnet. Ah, guck mal, da kann man rein. Warte mal. Das ist diese, diese Truhe. Dunkle Magie. So. Wie hieß denn nochmal diese Truhe von Mad-Eye Moody da, die Super-Truhe? Ja, stimmt. Hab's ja auch noch. Ah, was machst du jetzt? Ah, das Schwert, kannst du das vielleicht dem Zauberer reichen? Das Schwert von Godric Gryffindor. Ne, das ist was anderes. Petze, der hat einen Schlüssel. Den gibt er uns bestimmt gleich. Ja, wow. Also, wenn einer von euch weiß, wie der Zauberer da heißt, ne? Ist das irgendein Typ, den man kennt? Guck dir das an, Hagrid, ich hab die Tür aufgemacht. Bist du hier eigentlich reingekommen, Hagrid, wenn die Tür zu war? Doch wohl war. Auch, achso. Bring mich zu Harry. Aber Namen kann man da nicht sagen, das muss schon ein Ort sein, glaube ich. Guck mal, Borgin and Burks. War das dieser Scherzartikelladen? Nee, das ist der Laden, aus dem wir gerade gekommen sind. So. Ah, was haben wir denn andere gemacht? Wer ist denn der Scherzartikelladen? Oh, das weiß ich nicht. Aber am Ende ist es ja hier die Weasley. The Weasley Shop. Oh, Truhe. Tschüss. Kurze Springköpfe. Ja. Wie heißen die nochmal? Schrumpfköpfe? Keine Ahnung. Nee, diese Springköpfe oder diese springende Clown aus der Box. Jack in the Box. Ja, genau. Als ob man da jetzt nicht drüber springen kann. Na komm, die Laterne einmal. Höh, was? Ah, nee, das okay, geht da leider nicht. Dunkle Magie für. Aber typisch für Ravenclaw. Ja. Ah, oh. Da! Ich hab mich selber im Pullover. Harry Pullover. Harry weiblich. Harry weiblich. Das hatten wir doch beim letzten Mal. Oder Mädchenverkleidung, ja. Oder wie es hieß. Oh, guck mal, da bin ich. Alle wollen zu mir. Da war ja sogar Madame Hooch. Hat sich da angestellt. Ja. Oh yeah. Hallo. Gilderoy Lockhart. Boah. Gib mal her, Genie. Dreckige Bücher, abgewetzte Umhänge. Das können nur die Weasleys sein. Ich bin auch dabei. Ich bin kein Weasley. Oh, da hat er noch was reingetan, glaube ich, oder? Das ist ja ein interessantes Buch. Naja, egal. Das ist doch neu, das habe ich gar nicht gekauft. Aber gut, nehme ich mit. Ja. Guck mal, jetzt der Hintergrund, der ist wirklich anders. Ah, stimmt, das ist cool. Harry Pullover. Hallo, ich bin Harry. Harry Pullover. Gilderoy Lockhart hat mich gar nicht nach vorne geholt und mir sein Exemplar geschenkt da. Stimmt. Was soll denn das? Wie geil. Die Parade. Oh. Oh. Aber wie heißt denn nochmal das Auto? Ford. Was ist das für einer? Ford. Focus. Ford Focus. Ford Wagen. Oh, das ging aber schnell, dann war gar keine Probleme mit. Mann, wo hast du deinen Führerschein gemacht? Falsch eine Weide. Merkt ihr, wo wir geparkt haben? Ja.
Das ist cool, wie der sie alle ausspuckt und wegfährt. No. War das mal eine Zigarre? Nein, Ron, das hast du. Nein. Wir dürfen keine Zigarren rauchen. Nicht ohne Onkel Vernon. schön. Ach, gut, Tasse. Dann hören wir hier an der Stelle auf. Von daher, das war es mit dem guten alten Harry Potter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Macht's gut, Leute.